Hey yo, checken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Oder ob es läuft oder nicht. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Was geht ab? Hallo, hallo. Läuft, oder? Hört ihr mich alle wieder gut, oder? Wie sieht's denn aus? Ich hoffe, euch geht's gut. Schauen wir doch mal. Ich glaube, es läuft ganz gut. Ja, super. Perfekt. Auflösung ist dieselbe wie drüben, oder? Qualität auch. Mich hört man gut mit Sound und sonst so Sachen. Ja, alles perfekt. Nice one. Super. Kann ich hier eigentlich Livestream? Ah, hier kann ich die Kategorien einstellen. Läuft! Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. In dieser herrlichen Corona-Zeit. Ach, herrlich ist gar nichts mehr. Wir werden hier alle noch zu den Brotzockern, ich sag's euch. Mensch, Meier. Das ist nicht... Das ist nicht schön. Das ist momentan echt nicht schön. Ich kann den ganzen Tag nur mehr spielen, das ist abartig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich langweilt das jetzt ein bisschen so langsam. Es sind jetzt mittlerweile schon 4 Wochen. Von daher, es wird. Alles klar. Hat irgendwer ein paar Fragen? Ja, Homeoffice halt. Ha, ich habe heute eine Webseite gemacht. Ich sag's euch. Aber ist ja nicht schlimm. Von daher, es läuft ganz gut. Bam, bam. Ziegezacke, Ziegezacke. Ich würde mal sagen, es läuft flüssig. Schreiben kann ich auch. Nice, Chats zeigt es mir auch an. Super, ich liebe mein neues Internet. Heute Highspeed Internet gekriegt, sonst würde das hier nicht funktionieren. Ja, wir haben vorher mal auf Twitch probiert. Das war nämlich auch ganz nice. Deswegen schauen wir mal, was hier so abgeht. Ich freue mich schon sehr, dass ihr live hier zuschaut. Kann ich das eigentlich auch rauspacken? Ne, das geht leider nicht. Alles klar. Ja, wie sieht's denn eigentlich in Deutschland aus mit dem Corona? Ich habe da leider keine Ahnung. Ich ganz ehrlich, habt ihr auch solche Verbote wie wir haben? Ich weiß nicht. Also wer darf ja nicht mehr da ohne Mundschutz seit heute dürfen wir nicht mehr aus dem Haus. Das ist jetzt momentan so der Stand, was bei uns so abgeht. Aber ey. Wie sieht's denn in Deutschland aus? Ich habe da null Ahnung. Weiß da jemand mehr Bescheid? Oder... Okay. Immer mehr Infizierte. Das ist... nicht schön. Ja, Italien baut ja momentan leicht, ganz leicht ab. Until I walk away, scream out.
Was war denn das jetzt? Haben die angegriffen oder was? Wer hat denn dann Held? Hat der dann Held oder was? Ne. Echt jetzt? Okay. Das ist jetzt uncool. Der hat gerade echt mal das Fackeln gegangen. Das wird jetzt eine lustige Geschichte. Ja, Kontaktverbot haben wir auch. Definitiv. Wir müssen ja bis zu 2 Meter Abstand halten, was das angeht. Aber, na toll. Zu uns hat es geheißen, also bis Juni, also Ende Juni, werden die ersten Veranstaltungen in Italien wieder stattfinden. Bis dahin sind wir sozusagen arbeitslos, würde ich jetzt mal sagen. Ja, 1,5 Jahre, wir haben ja auf der Straße, also ab heute ist es wirklich so, dass wir gar nichts machen dürfen. Und es läuft. Von daher, es wird ganz nice werden. Oh, ich habe gerade gut Abend gegessen. Oh. Schauen wir doch mal. Ich finde das aber echt nicht korrekt von denen.
Was wird denn das jetzt? Ich bin schon mal ganz gespannt. Rally? Was für eine Rally? Ach, du brauchst eine Rally. Was brauchst du? Kaff oder was? Kaff, ja. Kopf! Ja, das können wir machen. Das geht. Was ist denn jetzt los? Das wird noch lustig hier. Ich sag's euch. Aber ganz ehrlich, von... Was denn? Aha. Okay, also wir haben keinen Frieden mehr mit denen. Ist auch nice. Ich finde das eigentlich richtig uncool von denen jetzt. Dass die jetzt sowas machen hier. Wo waren die? Okay, wir machen jetzt mal eine Special. Mir geht's gut. Wir machen jetzt eine kranke Aktion. Und zwar holen wir von denen jetzt ein paar Helden. Wir gehen jetzt mal schauen. Schicken die mit. Nee, aber warte mal. Wir holen die zurück. Und wir wechseln hier mal kurz den Held durch. Und zwar schicken wir den da wieder mit. Für 8 Stunden. So. Alles klar. Luna-Feste war das, glaube ich. So, und jetzt Kaffset habe ich an. Ne, habe ich nicht an. So. Wer ist denn das jetzt? Okay. Oh nee, geht ja nicht. Kannst du mich nochmal zurückschicken von der Rallye? Bitte. Ich kann da jetzt leider nicht teilnehmen. Also, das wäre natürlich mega nice. Ich würde mir gern ein paar Helden von denen schnappen jetzt. Aber wir können das auch später machen, also... Okay, läuft schon. Warum hast du jetzt abgeblasen? Ach, lass doch laufen.
Ist ja nicht schlimm. Ich glaube, das sind alles Traps, oder? Wir hören uns mal den Kleinen. Jojo. Oh Mann. Ich sag's euch. Ich drehe hier noch voll. Hab aber aufgelöst. Warum hast du das jetzt gemacht? Nur wegen mir oder was? Wir gehen das jetzt mal so machen. Wir gehen die jetzt mal provozieren. Wir warten, wir machen das jetzt spontan. Wir machen das jetzt richtig cool. Also wenn es klappt, sagen wir so, die haben Luna-Feste. Ich mach mal kurz meinen Bildschirm weg. So. So. Schauen wir uns das mal an. Ist alles nichts zu holen. Machen wir mal Gegenspionage an. Gehen wir mal ein bisschen fackeln. Ich habe jetzt richtig Lust. Fackeln. Haben alle keinen Held? Schauen wir uns das doch mal an, naja, oder? Ich hab Anti an, ja. Schon klar. Also es läuft. Ich muss hier wieder den Chatter einblenden. So. Ja, den holen wir uns doch. Da nehmen wir doch mal ein paar T2. Hatte der auch was? Nee, der hatte nix. Also wenn du irgendwo ein
Typen siehst, der ohne Schild rumläuft, da kannst du mir das gerne zeigen. Also ich mach die jetzt mal kurz alle. Schauen wir doch mal, der hat nix. Der hat auch nix. Der hat auch nix. Der hat auch nix. Schade. So, läuft. Nein, wir lassen uns nicht vertreiben von denen. Auf keinen Fall. Ganz bestimmt nicht. Was ist denn hier los? Ach, Himmelherde. Schauen wir doch mal, der hat auch nix. Schauen wir uns doch den an, oder? Wir lassen uns hier nicht vertreiben, das sage ich dir. Hat er eigentlich Schild an? Schauen wir doch mal, oder? No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Auf was habe ich Bock? Hättest du mal Bock, in näherer Zukunft bei einem Opening von mir dabei zu sein? Ich spare momentan auf 3K, 4 bis würde dann festen Opening machen, aber das braucht noch. Klar, wäre definitiv dabei.
Das können wir gern machen. Also so ist es nicht, gell? Wir schauen hier, wir schauen hier. Oh Mann, das ist ja wieder mal... Ah, hier gibt's nix, hier ist alles tot in diesem Königreich. Und wenn, dann sind die viel stärker als wir. Schauen wir doch mal, was die hier haben, oder? Haben die was? Schauen wir doch mal. Alarm, sie kommen. Wo sie kommen. Krieg ich bestimmt auf den Deckel hier. Nicht mal.
Alle gesaved, oder was? Ja klar, hat alle gesaved. Ja, die hat alle safe. Das sind unsere Freunde. Schauen wir doch mal, baust du irgendwann auch D2 nach, dann kann man ja Rallys fressen. Ja, ich habe ziemlich D2, ich bin aber beim Bauen, ja. Also so ist es nicht, gell. Ich habe schon ziemlich D2. Ich würde vielleicht sogar eine fressen. Ich glaube, ich würde sogar eine fressen. Aber ich würde das jetzt so machen. Ich gehe jetzt noch hier ein bisschen schauen, ob hier noch ein bisschen was ist. Und dann gehe ich wieder zurück. Jetzt lasse ich mal Wut auslaufen. Schauen wir mal, wie viel. Okay, das ist heilbar. Das ist machbar. Das geht. Das kriegen wir hin. Wir lassen jetzt gemütlich Wut auslaufen. Dann porten wir zum Hive. Ganz gemütlich. Wenn die einzeln angreifen, dann def ich die mal weg. Wenn die aber eine Rally angreifen, dann schill ich direkt. So ist jetzt mal mein Plan. Schauen wir doch mal, ob das klappen könnte. Sitzen. Bei Luna, gell, da ist keiner mehr von denen. Ich fass das nicht, ich halte das nicht aus. In the trap. Das können wir gern schauen, also wie viel du pushen kannst. Ich weiß nicht, wie dein Trainingstempo-Speed ist. Aber du kannst ungefähr mit D5 kannst du, also ich habe jetzt 22.000. Ich weiß nicht, wie viel du Truppenkapazität hast. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du, keine Ahnung, 18.000 Truppenkapazität hast oder sowas. Gehe ich jetzt mal davon aus.
dann wenn du die Nahrung und alles voll hast, dann wird das nochmal günstiger. Dann tippe ich mal, kannst du mit 600k Gems und Trainingsspeed und alles, boah, kommst du locker auf 500k. 500k wird es nicht sein. Also wenn du keine, also wenn du die einfach nur durchpushst ohne Beschleuniger, ohne Trainingsbeschleuniger, dann kannst du bestimmt zwischen 200k Truppen herstellen. 200 sowas, 200, 300, 300 vielleicht. 300, ja. Ne, wie viel hast du Gems? 600k, boah, Alter. Boah, da kannst du, da kannst du gut pushen. Da kannst du, ja, da pusht du 500, 600k, lockst du da, machst du da. Also, kannst du nur schauen. Ich kann jetzt zum Beispiel, könnte ich, wenn ich jetzt nicht mal Stein kaufe und nicht mal Nahrung kaufe und da 22.000 mach, kostet mich das 53 Gems. Sprich, du hast genug Nahrung, du hast genug Stein und Erz und alles, dann kannst du gut boosten. Also wenn ich Full Fernhäuser gehe, habe ich ungefähr 400, ja, dann definitiv, dann pushst du locker 500k Truppen, glaube ich. Bin ich der Meinung. Aber du kannst mir dann ja sagen, wie viel du gepusht hast. Aber push bitte immer Mix. Also push nicht nur eins. Push Mix. Bringt definitiv mehr. Geht's hier noch weiter ab oder wie sieht's denn hier aus? Meine Forschung, alles zeigen. Können wir machen, wir haben noch 8 Minuten Zeit. Meine Forschung, was hättest du gern zu sehen? Also, bin ich schon wieder abgestürzt oder was? Ja, ja, das geht. Meine Forschung. Okay, also fangen wir mal hier an. Wirtschaft. Komplett durch. Okay. Verteidigung. Hat mich jetzt persönlich interessiert, mich das eine Bohne. Deshalb habe ich hier nicht viel getan. Ich habe das Minimum vom Minimum habe ich hier gemacht. Deswegen Verteidigung. Naja. Militär. Komplett fertig. Wegen T4. Musst du auch, sonst kannst du keine T5 bauen. Also Militär komplett fertig. Monsterjagd ist bei mir immer so, ich mache da zwischendurch was. Also hier fehlen mir jeweils noch 2 Forschungen. Hier auch nochmal und hier auch nochmal. Und hier auch und dann habe ich sie durch. Also insgesamt fehlen mir noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Forschungen fehlen mir hier noch. Aber die haben es dann in sich. Wenn man hier schaut, zum Beispiel, ich habe jetzt das Forschungsset nicht an. Aber 65 Tage, also wenn ich das Forschungsset mal anziehen würde. Ne, ich muss das Kriegsset anlassen. Forschungsset, dann geht das schon runter. Also so ist es nicht. Also hier fehlen mir 14 Forschungen noch, dann habe ich die komplett durch. Monster eben. Verteidigung, das ist bei mir Verteidigung. Ich setze nicht auf Verteidigung. Ich bin kein Freund von Verteidigung. Da habe ich fast gar nichts getan. Also da ist bei mir klar, wenn du jetzt eine Trap baust oder so, dann musst du Verteidigung voll ausbauen. Aber ich mache das nicht. Das ist zum Beispiel bei mir. Was ist denn jetzt los? Was ist denn das für ein kleiner?
Oh, hat er mich. Oh. Ist egal. In Verteidigung. Da waren wir. Da mache ich gar nichts. Also Verteidigung ist bei mir immer so Step by Step, wenn ich gar nichts zu forschen habe. Willst du zum Beispiel der 9-Stunden-Forschung, das hast du kurz gesagt mal so. Dein Ernst. Ist das jetzt dein kompletter Ernst oder was? Hat er mich einfach da mal angegriffen oder was? Kannst du gern nochmal probieren, mein Freund. Was willst denn du jetzt? Hast du das gesehen? Er hat mich einfach mal angegriffen. Habt ihr das gesehen? Einfach mal kurz eine Mio-Macht verloren. Mir keine Toten gedrückt. Läuft. Pff, was soll das? Hab ich dir einen Held oder was? Nee. Ja, man kann auch mal mit, kurz gesagt, 4,3 Millionen, einen 419 Millionen Typ angreifen. Also, die Nerven muss man erstmal haben. Respekt dafür, mein Kleiner. Läuft bei dir. Hast mal kurz, einen Mio-Verlust gemacht, aber, pff, läuft bei dem, brauchst du eh nicht. Danke dafür. Haben die mir eigentlich welche ins Lazar geschickt? Oh nö. Ach Gottchen. Da zahlt sich ja fast nicht die Nahrung aus dem Petto zu holen. 44 Sekunden. Naja. Okay, alles klar. Ja, zurück zu den Forschungen. War ja gerade so ein bisschen abgelenkt. Forschung. So. Verteidigung habe ich gesagt, mache ich nicht viel. Truppenverbesserung. Truppenverbesserung bin ich ziemlich gut unterwegs, weil, was heißt denn ziemlich gut? Ich mache da immer Step by Step, weil ich eben schneller Wechsel unbedingt haben will. Und natürlich dann größere Armee. Also das ist so das, was ich gerade forsche. Also das mache ich gerade. Also ich muss die jetzt noch alle, die habe ich schon. Jetzt geht's hier weiter dann. Dann Militärkontrolle. Da bin ich bis hier bin ich eigentlich komplett durch. Also Monster, Nester jagen. Deshalb, weil wir jetzt ziemlich viele Monster, weil wir ziemlich viele Nester jetzt momentan machen. Deswegen mache ich das jetzt. Und klar, maximale Einlage, weil in der Grube brauchst du immer ein paar Gems. Ansonsten ist hier eher wenig. Habe ich noch gar nichts gemacht. Militärkontrolle habe ich gerade gezeigt. Begleiterkämpfe habe ich hier klar bis Bakt 4 alles durch und da mache ich jetzt so Step by Step, weil ich mir gedacht habe, Fusionskosten, aber wenn du jetzt schaust zum Beispiel, da brauche ich 110 Tage für die nächste Stufe. Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, okay, muss das sein oder kann das auch später warten? Also ich schaffe das auch ohne dem da, also brauche ich es nicht. So, Begleiterkämpfe zum Beispiel.
Begleiterkämpfe habe ich nur so weit immer freigeschalten bis zum nächsten Feld. Sprich, ich habe hier nichts drüber gemacht. Immer nur so weit, dass ich gerade so das nächste Feld kriege. Denn das Tolle ist ja, das Zeug kostet ja auch Uraltbücher und ich brauche Uraltbücher für was anderes. Aber hat das bis hierher auch schon Uraltbücher gebraucht? Ne. Toll. Um das nächste Feld zu erreichen, braucht man Uraltbücher. So, ist ja klar. Heilige Siegel habe ich so gut wie gar nichts gemacht. Von daher, was wird denn das? Ach, Randy hat mir gerade was geschickt, also von daher, wo waren wir stehen geblieben? Okay, Heilige Siegel. Heilige Siegel brauche ich nicht. Wunderschlachten habe ich auch nur minimalste geforscht, weil ich mir gedacht habe, okay, lassen wir mal. Ich brauche die Uraltbücher für was anderes. Und klar, Gabe der Götter, durch. Gabe der Götter, durch, bis auf die letzten drei. Und so, das waren eigentlich alle meine Forschungsbäume. Und jetzt, glaube ich, kann ich auch wieder nach Hause. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Wenn der mir jetzt das Lager hier bitte wegmachen würde, das wäre natürlich sehr nice. Jetzt schauen wir mal, wie viel ich sterben kann. Und der ist halt live dabei. Wenn ihr mir das Lager hier bitte wegmachen könntet, das wäre super. Danke. Also, wir sind wieder hier. Schauen wir doch mal. Wann die checken, dass ich ohne Schild hier stehe mit einem Held von denen. Das will ich jetzt sehen. Schauen wir doch mal, nice Forschung. Ja, Uraltbücher, das ist leider ein Muss. Leider hat halt als Casher, wenn man einen guten Account haben will. Ja, das ist leider echt so. Du kommst hier, glaube ich, in Lords Mobile kommst du nur voran, wenn du wirklich... Also es gibt eine Free-to-Play-Variante, das gibt es definitiv, aber... da kannst du ewig und drei Tage probieren zu spielen, was Casher in einem halben Jahr hinkriegen, ist klar, oder? Aber was will man machen, ey? Klar werden immer die bevorzugt, die was Geld ausgeben, ist klar. Ich habe das ja zum Beispiel jetzt selber gemacht. Von daher... Aber moin, moin, Wolli, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut.
Ich speed doch keine. Keine Ding. Keine Fallen. Bin ich noch bescheuert oder was? Ja, und ich, Idiot, wollte am Anfang den 11K-Helden zu kaufen. Hab mit Dunkelmagier zweimal gekauft. Früher weiß nicht, ob ich den weitercache. Lass es, Alter! Da kriegst du deinen Account viel schneller hoch, wenn du das nicht machst. Also wenn du das Geld anders investierst. So ist es nicht. Ja, kauf doch keinen Magier. Vergiss es, komm. Lass es. Ganz ehrlich, da hast du was Besseres zu tun. Ja, ich rauche und ich rauche deshalb. Das ist klar so. Ja, klar, klar. Definitiv. Was steht denn diese Woche so an? Was ist denn jetzt hier los? Ja, nicht mehr. Die brennen leider nicht mehr. Ja, also ganz ehrlich, ich gebe es zu. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in den Cash-Raum gehe, also in den Shop, was ich mir viel geholt habe, und das gebe ich ehrlich zu, ich glaube 10 Mal oder so. Während der 5-Forschung ist dieses Paket hier. Oh. Mal kurz alles verschoben. Ist dieses Paket hier. Das habe ich mir bestimmt 10 Mal geholt. Denn dieses Paket, auch wenn manche sagen, das ist total bescheuert, ich hingegen finde, das ist sehr nützlich. Denn du kriegst hier 25 Tage und nochmal 30. Und mit dem pushst du dich sowas von hoch. Das würde ich nie im Leben kaufen. Das ist Verschwendung hoch 10, 50 Euro. Vergiss es. Ganz ehrlich, da kaufst du lieber, wenn du schon kleiner Casher bist und du willst was erreichen, dann würde ich dir, wenn ich jetzt, wenn es hier ist, halt. Nee, das ist es nicht. Wo ist denn das? Ich glaube, das ist gar nicht mehr hier. Lass mal schauen. Ist es das? Ja, das. Zum Beispiel, wenn du ein kleiner Casher bist und du ausgeben willst ein bisschen was, kauf dir das. Und kauf dir das nächste auch noch. Das heißt, du investierst 5,49 Euro plus 21 Euro. Was war das nochmal? 21,99 Euro. Das heißt 23 Euro plus 5,49 Euro. Dann bist du nicht mal auf 30 Euro. Und du hast Unmaß an Bücher. Plus du kriegst Onmas an Edelstein. Plus du kriegst Happy Hour Kisten. Plus du kriegst nochmal zusätzlich Kiste des eifrigen Lernens. Und Kiste des Kisten für Trainingsboost. Und du kriegst gleichzeitig 15 Champions Truhen, Höllentruhen, Bonviante Truhen, alles Truhen, was du brauchen kannst für dein Set. Alles.
Und ich werde die auch weiter cashen. Also so ist es nicht. Ich werde nächste Woche fange ich wieder damit an. Ich habe mir jetzt aber gesagt, ich investiere da nicht mehr so viel Geld. Von daher, es wird ganz nice werden. Aber immer Step by Step. Das ist das beste Paket, meiner Meinung nach, was es hier gibt. Und das nächste ist noch besser. Also von daher, die einfach hochziehen und du kommst ziemlich weit bei Lords Mobile. Ich bin echt mal gespannt. Ich kann hier stehen und stehen und stehen und die greifen mich einfach nicht an. Schauen wir doch mal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Okay, das ist zu hoch ein bisschen. So, ist es besser. So ist es definitiv besser. Alles klar. Habt ihr sonst noch Fragen bezüglich irgendwas? Lass mal kurz schauen, was in der Hölle ist. Hölle hat gerade angefangen. Ach, wir könnten mal bei Gral reinschauen. Was da gerade so abgeht. Gralkämpfe. Wer hatten das gerade? Den Gral? Wer hatten den? Ja, das nennt man mal ein Epic Set, also das ist ja der Hammer, das ist der Wahnsinn. So kann man das machen. Ja, aber da investierst du richtig Geld, mein Freund, also das ist wirklich, Erik. Hut ab. Ich werde jetzt nur noch in Oral-Bücher investieren und Gelbgold und Oral-Bücher, also das Teil, was ich dir gezeigt habe, also nur mehr das Paket kaufen und Oral-Bücher, Gelbgold-Kissen. Das ist für mich ja das Neueste. Ja, eben, Gelbgold ist gut für mystische Sachen. Anders kriegst du die leider nicht hoch, würde ich jetzt mal sagen. Geht leider nicht anders. Aber ich find's cool. Ich find das Spiel irgendwie mega nice. Ich habe das angefangen als Just for Fun. Wirklich, weil ich mir gedacht habe, okay, ich brauche irgendwas. Aber jetzt läuft's ziemlich gut eigentlich. Ach was.
So, machen wir das. So, somit haben wir das auch voll. Die Gildenmünzen, die spare ich immer ein bisschen, denn ich kaufe dann immer damit Juwelenkisten. Habe ich jetzt angefangen. Nur Juwelenkisten, Verleger und Juwelenkisten. Also, ja, das Spiel ist einfach mega. Hab vor einem Jahr selbst angefangen und da hat mich dann der Spaß richtig gepackt. Ja, es ist, bei mir war es so am Anfang, ich habe das Spiel komplett nicht gecheckt. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir gedacht, dass, ja, da machst du halt ein bisschen Forschung und da baust du halt ein bisschen und so hin und her. Aber dass das so weitläufig ist, dass man da so viel Zeit investieren kann und dass es so viel Fun macht, das hätte ich mir nie gedacht. Ich würde jedem empfehlen, dieses Spiel anzufangen. Es ist nur so, man muss wirklich einmal am Tag sollte man wirklich umkommen, nicht nur um sein Schild zu erneuern, sondern auch um Spaß mit der Gilde zu haben. Und das Coole ist eben der Chat. Und was ich richtig nice finde, ist zum Beispiel der Übersetzer. Man kann jede Sprache einfach übersetzen. Klar, manche Sprachen sind einfach zu übersetzen, aber und manche halt schwer. Aber ja, so ist es halt im Leben. Du, eine Sprache ist leicht zu erlernen, andere nicht. Aber ja. Von daher. Ja, aber um das Set richtig gut zu pushen, musst du eben cashen. Aber ganz ehrlich, ich habe früher, als wenn ich angefangen habe, ich habe ja Informatik studiert. Anno dazu mal, ist lange her. Und dann waren wir so eine Clique von Zockern. Und wir haben da immer World of Warcraft gespielt. Also World of Warcraft war unser Spiel. Und das war richtig geil. Aber ganz ehrlich, mir ging das Gepähe, also du musstest ja pro Monat musstest du zahlen, dass du World of Warcraft spielen kannst. Und das ging mir ein bisschen tierisch auf die Nerven. So. Klar, ich habe damals noch nicht verdient und nix und wir waren Studenten, was willst du? Und dann habe ich das Spiel angefangen, weil ich mir gedacht habe, okay, just for fun, brauchst du eh nichts payen, läuft. So, irgendwann bist du an den Punkt gelangt, da geht's fast nicht mehr anders. Klar, du kannst auch das Spiel ohne payen zahlen, spielen, so. Aber, wenn du vorankommen willst, sind wir wieder bei dem Thema. Du musst ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber du musst es richtig in die Hand nehmen. Habe ich zuerst auch nicht gecheckt. Ich habe jeden Müll zusammengekauft. Aber jetzt weiß ich, was ich brauche und was ich will. Man lernt von Tag zu Tag mehr in diesem Spiel, für was man ist, für was man die Sachen eigentlich braucht. Und das ist so cool. Du bist nie ausgelernt hier. Ich finde das so cool. Ist richtig nice. So, wir machen. Ja, ich, Erik, ich poste dir mein Opening, poste ich dir mal. Also, ich habe jetzt 10.000 Kisten geöffnet. Und ich muss dir ehrlich sagen,
ich habe da nicht viel gehabt. Ich habe da wirklich nicht viel goldene Teile gehabt. Das ist abartig. Und ich hatte keine Ahnung wie viel. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich kann dir noch mal kurz... Vielleicht habe ich es ja gerade irgendwo. Ziehen wir das mal zurück hier. Videos. Wo habe ich denn die? So. Ich kann dir das mal kurz zeigen, wenn du willst. Ich habe hier ein Kistenopening gemacht. Wenn du hier schaust, also das noch mit dem alten Logo, ich zeig's dir einfach mal so. Zwei blaue, eins, zwei. So. Das werde ich demnächst offline, online stellen. Und das Video. Und wenn du schaust, ich habe jetzt hinten die ganzen Kisten, was ich geöffnet habe. Und bis zum Schluss habe ich hier ein Raster erstellt. Da konnte ich immer klicken. Und das macht es mir dann hoch. Also ich werde das definitiv heute oder morgen noch schneiden. Und dann wird das Video online gehen. Also ich freue mich schon tierisch drauf. Was ist denn hier immer? Jetzt ist meine Musik aus. Oh Mann. So läuft das nicht. Ah, jetzt aber. Ach, wieder. Ja, ich habe am Freitag oder so, kurz vor Drachenarena, habe ich das gemacht. Ich muss es nur noch schneiden und online stellen, aber jetzt mit dem schnellen Internet, weil ich habe heute Drachenarena, das hatte das. Also Drachenarena hatte ja bei mir 5 Giga oder sowas, also das Video, wenn es komplett fertig hatte dann. Und das habe ich heute mal kurz online gestellt und jetzt mit dem schnellen Internet, logischerweise, kann ich auch streamen und alles. Es wird, ich glaube nicht, dass ich es heute noch schaffe, aber morgen definitiv wird es online sein, dann kannst du gern mal hier auf diesen YouTube-Channel, kannst du dir das reinziehen. Ich freue mich über Likes, ich freue mich über alles. Von daher, es wird ganz cool. Was war denn da nochmal in der Hölle jetzt? Forschung. Ja, dann könnten wir doch mal kurz... Ja. Das wäre nice. Wir zwei streamen, oder? Das wäre nice. Das können wir gerne machen. Wenn das ganze Zeug mit der Corona-Zeug vorbei ist, dann... ich habe sowieso gesagt, ich komme mal nach Deutschland. Also Italien ist ja eine Flaute, würde ich jetzt mal sagen, was das angeht. Aber ich habe definitiv gesagt, wenn dieser Sommer was wird, oder wenn man raus darf, dann machen wir das. Dann komme ich nach Deutschland, nehme meinen Laptop mit und dann machen wir einen geilen Stream. Und bleiben wir immer auf dem Channel.
machen zwei Bildschirme, dein Account, mein Account, und dann machen wir das. Dann schauen wir mal, was abgeht. Ich wollte ja eigentlich ein Mixset anziehen. So, jetzt läuft er los. Was machen wir denn für Reihe? Das ist ja nur ein Elfernest. Das ist ja nur zum... Das ist ja nur zum Locken. Dass die checken hier, dass ich ohne Schild stehe. Aber schauen wir mal. Ja klar, höre ich Lieder von NCS. Ach Bulli, ich könnte eigentlich dein Lied mal anmachen. Warte mal. Wo ist denn das? Machen wir das doch mal, oder Wolli? So Wolli, das ist extra für dich jetzt. Ja, ich muss ja copyright-freie Musik muss ich ja streamen. Also von daher, leider läuft das. Also wenn du GEMA-freie Musik hast, dann kannst du mir die gerne senden, gell? So ist es nicht. I just wanna keep moving, keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Ja genau, 100k Kisten, Alter. Da kannst du payen bis zum Abfallen. Ja, eine Stunde machst du da nichts, gell? Ich hab für 10k Kisten bin ich eine Stunde dran gesessen. Und ich hab die eigentlich schnell durchgezogen. Da bist ein paar Stunden dran, also so ist es nicht, gell? Das meinst du nur. Ich habe jetzt momentan, ich habe nur 100 Champions drin. Also so viel ist das jetzt auch nicht. Und ich habe wieder 452 Säbelzahn drin. Aber es wird, es wird, es wird. Ansonsten habe ich alles fleißig immer geöffnet. Denn ich habe mir gedacht, auf mit dem Zeug. Wenn ihr wollt, können wir auch die 452 Säbelzahntruhen jetzt öffnen, wenn ihr Bock habt. Die liegen hier bei mir eh nur rum. Müsst nur sagen, dann machen wir ein kleines Kisten-Opening hier mit den 452. Schauen wir mal, was da drin ist. Okay, dann warte mal. Ich hol nur kurz den Counter raus. So. Counter ist da. Da kann ich dann immer hoch, siehst du? Können denn... Oh Mann.
Habe ich mir jetzt alles wieder verschoben oder was? So. Ne. Ne, was soll denn das? So, jetzt aber. Ja, den kann ich dir gern schicken. Ich habe da, glaube ich, auch noch eine andere Version. Warte mal, wenn ich den jetzt schließe hier. Dann hat ein Kumpel von mir hat den gemacht. Ich glaube, das müsste der sein, warte mal. Ich weiß bloß nicht, ob der... Ja, der ist was. Der war es, genau. Also ohne Hintergrund jetzt. Dann fangen wir doch mal an, oder? Dann machen wir... Also er schreibt immer eine Zahl rein. Und ich öffne die dann. Ich fange inzwischen schon mal an. Also wir machen nur die Säbelzahntruhen, okay? Dann wird das auch was. Ihr schreibt mir einfach eine Zahl rein und wir machen das. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal an. 29 und 12. Alles klar. Also ich zähle ja nur, ich zähle nur Blutsauger, okay? Also nichts anderes zähle ich. Also das interessiert mich nicht, mir interessiert nur Blutsauger. Deswegen wird Gold nur hochgezogen, wenn es Blutsauger ist. Okay? Oder? Was war das? Ja, genau. Dann war das 12, hast du gesagt, oder? 12, ja. Leider nix. Jetzt mach ich mal. Noch 400. Also ich habe meine absolute Glückszahl ist 16, aber das wird nichts ergeben. Siehst du, 16 ergibt nie was. Wir machen einfach mal. Oh, Säbelzahnjuwel. Nice. Immer noch grüne. Noch 300. Mal locken. 27,19. Alles klar. 27,19. 27. Nix. Ist mir alles wieder verschoben hier. Siebenundzwanzig hatten wir gerade. Und 19. Jawohl. Alles klar. Somit haben wir jetzt ein episches und einen blauen. Also deine 19 hat gut funktioniert, das muss ich dir schon sagen. Machen wir weiter mit 20, oder? 20 war wieder nix. Nochmal 19. Meinst du 19 klappt nochmal? Na. Mach mal gerade, oder? 12 willst du. Okay, 12. Ne? Und 21. Oder war das? Ja. Das war leider auch nix. Okay,
23 will Volley. Okay, machen wir 23. Nee, da war nix. 12 und 21. War auch nix. 21. Nix. 7. Nein. 17. Auch nix. 14, sagt Wolli. Alles klar, machen wir 14. Auch nix. Wolli, du musst dir was Besseres einfallen lassen, mein Freund. Komm, Wolli, eine Chance hast du noch. Bring mal raus, jetzt wo dein Lied so läuft. Viele Kisten haben wir nicht mehr. Von daher, haut mal raus das Zeug. Sonst probiere ich nochmal 16. Aber 16 wird nie was, siehst du? 16 ist total bescheuert. Ja, Wolli, ich probier's halt, oder? Kann ja mal sein, dass du was Gutes hast. 19, alles klar, machen wir nochmal 19. Meinst du echt, das funktioniert? Ja, schau dir das an. Nee, leider, ich hab jetzt mal kurz gepennt. Schade, das war nix. Nee. Okay, Wolli, du kriegst deine 9. Nee, Wolli, das war ja mies. Machen wir 5 und 6. Und das war's. Hast du gesehen, wie viel ich Kisten hatte? Und ich habe ein episches und ein blaues gezogen. Also das ist jetzt nicht wunderbar. Okay, das war auch jetzt auch nicht das beste Nest, würde ich jetzt mal sagen, was wir hier hatten, sondern es gibt schon bessere, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Ja, die Droprate ist echt der Horror, jetzt hast du mal gesehen, gell? Das ist krank, wir haben ein episches und ein blaues, das ist abartig krank. So, ich mach das Teil mal weg. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwas hochstufen könnten hier. Durch den Teil jetzt. Was ich zuerst nicht hochstufen konnte. Ja. Und zwar das Teil. Wir können das Teil jetzt hochstufen, dadurch, dass wir jetzt so viel Säbelzahn-Clown gekriegt haben, können wir jetzt endlich unser Sammelset, wo ist es denn? Unser Sammelset, können wir das auch noch auf episch machen. Sprich, wir werden jetzt ein großes Stück weiterkommen. Also was Sammeln angeht. Wir machen das jetzt mal kurz zu Ende hier. Ich speede das jetzt mal. Nur aus Jux jetzt. Ja, wo bist du denn? Hier bist du. Also wir schauen jetzt mal. Also ich habe jetzt einen Sammelboost, bevor wir das jetzt hochstufen. Schauen wir mal, was ich jetzt an Ressourcen-Sammeltempo habe. Ich 209,4. Ich habe jetzt 209,4 Sammelboost. Jetzt haben wir das kurz hoch hier.
ein Tag, ja, machen wir mal. Suffocating. 209,4 hatten wir. 209,4, jetzt sieht das schon besser aus. Okay. Ach, Kacke, ich musste ja das Reisetempo musste ich checken. Egal. Habe ich gepennt. Egal, schauen wir mal, was da geht. Echt, Wolli? Danke dir. Ja. Das ist echt krass. So, Reisetempo 11%. Jetzt schauen wir mal, wie schnell wir hier sammeln könnten. Habe ich ein Sammelset jetzt immer noch an, oder? Ja, ich habe das Sammelset immer noch an. Ja, müsste so passen, mein Sammelset. Jetzt schauen wir einfach mal. 295,1. Das heißt jetzt, wenn ich das jetzt mein Speedset anziehen würde, wie schnell speed ich jetzt? 336. Okay, ist nice. Wolli, danke fürs Holz. Aber warte mal, könnte ich den nicht auch? Wo bist denn? Was brauchst denn du eigentlich? Blutsauger, wie weit bin ich denn da noch entfernt? Ah, da fehlt es noch ein bisschen. Da brauche ich noch ein paar Blutsauger, damit ich den auf Gold ziehen kann. Okay, dann muss ich Blutsauger sammeln gehen. Säbelzahn ist da hier nicht was. Ich wollte ja eigentlich Hölle machen, oder nicht? Klar wollte ich Hölle machen. Klar wollte ich Hölle machen. Was fehlt mir noch? Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Nee, das wollte ich auch nicht. Wo ist denn das? Ja, hier. Das wollte ich jetzt noch machen. Das ist zum Beispiel ganz nice. Hier kann man den Forschungshilfebaum sofort abschließen. Das kann laufen Projekte. Ach so. Hilfe klicken muss man auch, gell? So, dann ist hier der Baum schon voll mit Hilfe. Das heißt, wir haben nur mehr 4 Tage. Dann ziehen wir das wieder hoch hier. Zack. So, mit Hölle 2. Und wir brauchen noch 227. 227. Was brauchst du jetzt? Subvention 9. Echt jetzt? Ah, 6. Okay, 6. Das kriegen wir hin.
15 Tage. Alle mal auf Helfen klicken, bitte. Aber ich glaube, 15 Tage ist jetzt ein bisschen zu übertrieben gewesen. Von daher, das war definitiv übertrieben. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege jetzt. Oh, wer weiß. Haben wir die einfach mal raus. Einfach mal alle raushauen. Wir kriegen ja eh bald wieder ein paar. So, und den Rest machen wir so. Somit haben wir die Hölle fertig. Läuft. Machen wir wieder eine kleine Forschung oder? Nee, machen wir direkt wieder. Machen wir wieder das hier. Alles klar. So. Jetzt habe ich 420 Mio Macht. Das ist doch auch nice. Live. Ich kann hier mal wieder anmachen. Ja, yeah. Ich habe auch wieder Bock auf Drachenarena, also so ist es nicht, gell? Ich habe definitiv wieder Bock. Jawohl, genau, such mal eine Trap für mich. Such mal eine Trap. Kein Problem, brauche ich nur ein bisschen runtergehen, dann habe ich die Trap vor der Nase. So ist es nicht, gell? Also gell, Erich, wenn du den Counter willst. Wenn ich dir den Counter für dein Kistenopening senden soll, dann sagst du einfach Bescheid und ich schicke dir den. Der funktioniert auf Mac und auf Windows und auf Linux. Der funktioniert überall. Das ist ein Java-Counter. Also von daher. Ja, ich pumpe dich nächstes Mal voll mit T4. Wenn du willst, auch mit T5. Also so ist es dicker. Ich gebe dir den Counter gerne, aber ich hätte dafür gern ein paar Resis, weil mir hat der auch ein bisschen was gekostet. Also so ist es nicht. Was will der jetzt? Aber sag mal, Erich, wie lange bist denn du eigentlich schon bei uns? Schon eine Weile, oder? Bist schon ein bisschen jetzt bei uns hier. Also so ist es ja nicht. Ein bisschen ist gut, oder? Was willst denn, Wolli? Was willst denn? Ich muss mir mal ein Wasser holen.
bin gleich wieder da. Ach so, du bist schon 2 oder 3 Wochen bei uns, das ist super. Immer noch 14 Seelenkristalle. Ja, dann sind wir doch mal nette Leute, oder? Und schicken denen ein paar Seelenkristalle. Schauen wir doch mal, was die kosten. 14.000? Kann ich nicht. Schicken wir denen doch mal 100, oder? 1.500, nee, warte mal. Wir machen das jetzt voll hier auf 2000. Ne, kriegt 130, kriegt er. Und dann reicht's aber auch. Sag ich dir. Ist hier. Ich bin hier nicht die Bank. Ja, genau, Molly. Hol dir den Rest. Das ist nice, wenn du dein P-Gebäude hast. Du alle P-Gebäude eigentlich schon auf Max. Das ist mega. Also da muss ich dir echt Respekt zollen. Mir ist am schwersten kam mir der Altar vor. Also der war für mich. Können wir den ja noch abholen. 845 senden wir wohl noch ein paar, oder? Wie viel haben wir denn? 1011. 1011 können wir den noch senden. 1011. 1011. So, da sind wir gerade. Aber läuft, ja. Ja, Wolli, du musst echt anfangen zu sparen. Ich wollte es nur mal mitteilen. Also so ist es nicht, gell? Habe ich hier eigentlich eingestellt, dass es ja passt. Müsste eigentlich klappen. So ist es nicht. Alles klar. Diese Woche ist kein Event für uns. Leider. Leider, leider, leider. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, wir könnten, ich könnte, euch mal ein cooles Teil zeigen. Und zwar das hier.
Falls ihr nicht wisst, was das ist, das nennt man Autoklicker. Und der ist richtig nice. Jetzt schauen wir mal, vielleicht kommt gerade in 6 Minuten kommt Hölle. Und Hölle und vielleicht mit Tycoon. Das wäre cool. Ich habe noch ein paar Teile über. Also ich habe noch ein paar Token über. Dann zeige ich euch, wie das funktioniert hier. Dann braucht man einen Autoklicker. Funktioniert, wie viel habe ich noch von dem? 34, machen wir die auch noch dazu, dann haben wir 36. Alles klar, ciao. Bravo Don, für Spieler Level 60. Respekt, mein Freund. Respekt. Läuft bei dir. Respekt, Respekt, Respekt. Läuft. Back plus. Hast du gekriegt, Wolli, was du willst? Mehr kann ich dir leider nicht schicken.
Ich hoffe, es passt so. Aber sag mal, wie ist denn die Streaming-Qualität, Wolli? Du hörst ja zu. Mein Bild sieht man auch schön, oder? Also mein Bild sieht man auch schön. Ist jetzt nicht verpixelt oder so, oder? Müsste doch eigentlich alles schön laufen hier. Ich muss mir hier noch was einfallen lassen. Also, ich muss mir hier in den Bereich... Jawohl, lass dich mal kurz nullen, mein Freund. Lass dich mal kurz nullen. Wie viel habt ihr Machtunterschied, meine Freunde? Lass mal schauen. Wie viel habt ihr Machtunterschied? Also... wo seid ihr beide? Ne, ihr seid schon drüber. Müsst doch beide hier irgendwo sein, oder? Du bist hier? Klar. Und Wolli ist hier, 75. Ja komm, Wolli, lass dich mal kurz nullen. Das kriegst du hin. Du hast 75 und er hat 64. Ach komm, das geht. Das sind ja nur 11 Millionen Machtunterschied. Das geht. Komm, lass dich nullen. Hab keine Truppen mehr. Und dann kann er dir was schicken. Was soll ich machen? Ich werde ja runtergehen zu Dollarzeichen, M-Dollarzeichen und werde mich mal kurz nullen lassen und dann werde ich wiederkommen. Also, so ist es nicht, gell? War ja klar. Wir machen das aber trotzdem jetzt. Ich will das euch zeigen. Ihr Banausen hier. So, ich zeige euch das jetzt mal. Also das ist die das Programm, was ich mir runtergeladen habe. Seht ihr hier schön, gell? Das ist ein cooles Programm. So. Will 13k. Wolli, du gieriger Mensch, du. Ganz ehrlich, was soll denn das? Er will dir 2k geben und du willst 13k. Alter, jeder von uns musste sich das selbst verdienen. Ohne Witz jetzt. Ich habe auch nichts gekriegt. Also, mein Freund. Ich zeige euch jetzt kurz das Programm. Wie das funktioniert. Jeder von uns musste das selber machen. Also so ist es nicht. Ich zeige euch das Programm. Also, das geht jetzt so. Ich klicke hierher und drücke einfach F6. Dann startet der Autoklicker. Ich muss da gar nichts machen. Der rauscht jetzt einfach die Games durch. Oh, ein Uraltbuch. Sehr schön. Trainingsspeed braucht kein Mensch. So. Und nice one. Einfach mal so. Ich zeige euch das jetzt. Ich hau das Programm hier weg, damit man das alles schön sehen kann. Diese nicht mehr anzeigen. Und jetzt geht's los. Alles klar. So, holen wir uns mal ein paar Games. Neue Runde. Auf geht's. Ich verspiele die jetzt einfach so ein bisschen. So just for fun. Und dann geht's weiter. Oh!
Das ist nice, das ist nice. Das freut mich. Gold braucht kein Mensch, ganz ehrlich. Wer braucht schon Gold? Wird überbewertet. Wieder ein paar Kisten. Super. Läuft schon. Also, oh, Stein brauche ich immer. Stein geht immer. Stein ist was, was man immer brauchen kann. Und jetzt bitte ein 24-Stunden-Schild. Ne, nur ein 8-Stunden-Schild. Schade. Holz braucht man auch immer. Und wieder ein Glitzer-Gremlin. So. Schauen wir doch mal, was der jetzt drin hat. Auch nicht viel. Schade. Neunzehn haben wir noch. Ich hab die Hände hier, gell? Ich mach nix. Macht er alles von alleine. Also. Läuft. Stein, ich brauche immer Stein. Ich bin ein steinarmer Mensch. 12 Token haben wir noch. Was haben wir hier schön? 25 Speed. Läuft. Die letzten 10. Und wieder fertig. Super. Nice one. Alles klar. Die 8 verspielen wir jetzt auch noch. Oh, ein 24-Stunden-Schild. Super nice. Und wieder ein Glitzer-Gremlin. Gott sei Dank. Und jetzt der Jackpot. Nö. Einfach nochmal 1200. So, die letzten 4. Gib mir noch was Schönes, dann passt's. So, 5 oder so. Danke. Und jetzt nochmal 5. Okay, alles klar. Super, perfekt. Ich habe keine mehr. Alles klar. Läuft. Haben wir das auch durch. Rang 43 bei Hölle. Perfekt. Das hat es ein schönes gegeben. Läuft. Super. Alles klärchen. Gehen wir wieder ein bisschen forschen. Schmiedetempo. So meine ich. Gehen wir Schmiedetempo. Und wo ist sie denn? Hier. Gut. Alles klar. Soll er die mal hochstufen hier? Läuft. Muss ja mein Infset ein bisschen verbessern. Oh, das können wir auch abholen. Sehr schön. Ist hier Transmutation? Ja, ist schon fertig. Das ist auch ganz nice. Und zwar kann ich hier draufklicken und dann kann ich die schon abschließen. Also ich nehme jetzt eine 9 Stunden zum Beispiel. Klick hier dann einfach drauf und ist fertig. Zackati. Fertig. So. Einmal 50% Boost. Machen wir die da auch noch. Wie spät haben wir es denn? Es ist schon 11. Schließe ab. Ja, perfekt.
Was haben wir hier Schönes gekriegt? Wir müssen hier jetzt auch auf Monster jagen gehen. Also gehen wir Monster jagen. Wir müssen heute die Quote für Monster jagen noch toppen. Wo sind denn meine Freunde des Lichts hier? Jade, ja, Jade. So, ne, hier. Jade. Sind das die richtigen Helden für Jade? Schauen wir doch mal kurz nach. Wir können ja mal kurz schauen, ob das die richtigen Helden sind. Nehmen wir wieder unser Lords Assistent. Ciao, mein Freund. Mach's gut. War nice. Monster jagen? Nee, nicht Dunkelnester. Jagen. Wir schauen jagen und wir brauchen Jade, 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 hier. Hier ist Jade, okay, alles klar. Okay, den macht schon gerade jemand. Da will ich jetzt nicht reinpfuschen. Gut, machen wir den. Und zwar, ich habe komplett die falschen Helden hier. Wir brauchen einmal die Verbrennerin. Wir brauchen einmal Elementar. Wir brauchen die komische Hexe. Wir brauchen die hier. Und wir brauchen die hier. Und los geht's. So, gehen wir doch ein bisschen jagen heute. Wir müssen ja die Energie verbrauchen. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Verleger. Super. Machen wir hier nochmal. Verbrauchen wir die Energie, was wir haben. Okay. Laufen wir. Los hier. Prozent. Okay. Alles klar. Super, super, super. Müssen wir hier noch zweimal schlagen, oder? Glaube ich zumindest. Müsste klappen. Mit zweimal schlagen. Schauen wir doch mal. Jawohl. Perfekt. Läuft. Somit haben wir das Herz auch fertig. Ja, meine Freunde. Ich will jetzt mal sagen, ich beende den Stream jetzt. Es war nice, hat mich gefreut. Und wenn es euch gefallen hat, seid so nett und lasst ein Like da. Bis dann.